Guten Abend, meine lieben Freunde. Ihr findet mich wieder mal in meinem Schaukelstuhl. Und zwar gibt es heute mal ein Unboxing. Ich war nämlich gerade mit meinen Kindern im Zoo und komme nach Hause. Und was sehe ich da? Ein Paket steht vor meiner Tür, beziehungsweise es wurde bei den Nachbarn abgegeben. Ja, grüß dich, Jace. Und das ist ein Paket aus der Schweiz. Und den Findigen unter den Zuschauern wird es vielleicht schon in den Ohren klingeln. Das kann natürlich nur ein Paket von unserem lieben Renato sein. Und ich bin sehr gespannt, weil ich keine Ahnung habe, was mir der gute Renato hat zukommen lassen. Ein schönes kleines Päckchen. Wie mache ich das natürlich auf? Mit meinem Victorinox. Ganz selbstverständlich. Mit was soll ich ein Schweizer Paket sonst aufmachen? Bin ich jetzt aber mal sehr gespannt. Wir gucken mal beide jetzt zusammen rein. Beide. Ah, sag mal, der gute Renato hat es aber wieder übertrieben. Mein Freund, was machst du mit mir? Oh je. Erstmal. Mikrofasertücher, jeder gute Pfeiferaucher und Pfeifenpfleger kann das brauchen. Ich habe tatsächlich noch gar keine, oder ich hatte welche, aber habe die irgendwie verschmissen, verloren. Damit machst du mir schon mal eine Riesenfreude zum Pfeifenpolieren, Pfeifenreinigen. Zum Reinigen von Silberringen bei der Pfeife ist das absolut perfekt. Danke dir dafür. Wunderbar. Ach Gott, du wirst doch... Oh. Roman Peter. Guter Tabak. Nur, dass keine Missverständnisse aufkommen. Wie geil ist das denn? Ich dachte, du schickst mir vielleicht, wenn überhaupt, eine Tabakprobe oder sowas. Das ist ja super geil. Und das sind Tabak ja aus der Schweiz, wo man auch nicht wirklich gut rankommt. Meine Güte. Was machst du denn mit mir, mein Freund? Roman Peter. Ah ja, das gerade war der, Entschuldigung, jetzt habe ich es verkackt. Der Burnak. Und Candy Cut. Das sieht beides her. Riecht jetzt schon hervorragend. Oh je, oh je. Da kommen Reviews auf uns zu, Freunde. Da kommen Reviews auf uns zu. Und hier. Der Zigeuner. Ebenfalls von Roman Peter. Da können wir sogar mal reinschmecken. Das kann man nicht essen. Das ist Tabak. Oh, meine Güte. Da stehen uns schöne Tabak-Reviews ins Haus. Und was mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, ist jetzt dieses Paket, dieses Päckchen hier. Das wird doch wohl nicht ein Messer sein. Bist du wahnsinnig? Ja, bist jetzt du wahnsinnig? Ein schwarzes, habe ich noch nie gesehen, ein komplett schwarzes Victorinox, Freunde.
Schaut euch mal das an. Was? Also, das haut mich ja jetzt völlig um. Bist jetzt du wahnsinnig, Renato? Ja, Wahnsinn. Das Einzige, was ich an Victorinox nämlich nicht mag, ist, dass sie nicht elegant ausschauen. Dieses rote Plastik, das ist das Einzige, was mich da immer stört. Wie schön ist das denn? Also, das haut mich jetzt um. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Renato. Also ich bin richtig gerührt gerade. Wie lieb ist das denn? Das ist wirklich ganz, ganz, ganz zauberhaft. Danke dir dafür. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte jetzt irgendwie an eine kleine Tabakprobe, so ein kleines Tütchen. Und dann ist auch gut. Aber dass du mir sowas einfach so schenkst, da brauche ich gleich einen Schluck nur. Wahnsinnig lieb von dir. Wahnsinn. Also die Tabake eh und dann auch noch ein Messer. Tabake und Messer. Genau meine zwei größten Hobbys. Ich bin jetzt zu neugierig. Ich kann nicht warten. Ich mache jetzt gleich mal einen der Tabake auf. Ich will das jetzt wissen. Ich bin jetzt zu neugierig. Wir schnüffeln nur rein. Nehmen wir den Grandy Cut oder nehmen wir den Burnak. Ich riech mal in beide rein. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, worum es sich dabei handelt, weil auch wie die Deutschen schreiben die das hier nicht drauf. Aromatisiert mit irgendwas. Das Erwachen. Ah, meine Herren. Das ist ja... Oh. Das sieht mir doch nach einem schönen Flake aus. Wow, das sind echt breite, breite, schöne Flake-Streifen. Wow. Oh, starker Virginia-Geruch. Spritziger, sehr süßer Virginia-Geruch. Da läuft einem ja das Wasser im Maul zusammen. Meine Güte. Jetzt weiß ich, was ich morgen beim Spazierengehen mit dem Hund gleich probiere. Der Burnak. Und jetzt bin ich so neugierig, jetzt kann ich das natürlich auch nicht sein lassen. Und muss natürlich den Grandy Cut auch unbedingt erriechen, zumindest mal. Ja, sag mal, bring ich es heute noch auf? Jetzt hat. Oh, was haben wir denn da? Das gibt's jetzt nicht. In diesem Tabak ist das Zitat drin, was ich mir auf meine Pfeifentasche habe stanzen lassen. Das gibt's doch jetzt nicht. Oh, ein Curly, ein wunderschöner Curly Cut. Es ist leider sehr dunkel hier, weil ich jetzt draußen, ist es schon stockdunkel. Aber ich kann einen mal rausnehmen. Es ist leider zu dunkel, man. Um dem Tabak wirklich gerecht zu werden, ist es zu dunkel. So sieht man es schön. Meine Herren. Oh, süßer Geruch. Virginia mit Trockenfrüchten rieche ich.
rieche ich da raus. Ob das so stimmt, weiß ich natürlich nicht. Das muss ich nachlesen und vor allem natürlich auch probieren. Renato, mein Freund, ein Bote befindet sich demnächst auf dem Weg zu dir. Danke, danke, danke. Ich bin wirklich ganz, ganz gerührt von den schönen Geschenken, die du mir gemacht hast. Vor allem das Messer ist was, was ich Wahnsinn finde. Du spinnst ja. Das ist vor allem brandneu. Bist du des Wahnsinns? Wahnsinn. Tausend Dank, mein lieber Renato. Bleibt dran für die Tabak-Reviews der beiden Tabake. Wie schmecken sie mir? Was halte ich davon? Aber bei so einer Virginia-Bombe kann das schon mal nicht schief gehen. Eigentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Vielen Dank, Renato, nochmal. Und bis zum nächsten Treffen, spätestens in Fürstenfeldbruck, aber wahrscheinlich auch vorher schon wieder. Freunde, bleibt mir treu. Schaut euch die kommenden Tabak-Reviews an zu den Tabaken. Und bis zum nächsten Mal.